Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. So, herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Hedochrist Podcast. Wir probieren jetzt gerade mal ein bisschen eine neue Art von Folge aus, nämlich eine Art Apologetik-Kurs mit Lukas, wo wir einen kurzen Vortrag von ihm haben werden, so ungefähr 20 Minuten lang. Und dann werde ich ihm danach einfach noch ein paar Fragen stellen. Hallo Lukas, schön, dass du wieder dabei bist und uns was mitgebracht hast. Hallo Simeon, schön hier zu sein. Genau, was ist denn heute dein Thema? Heute sprechen wir über... Jetzt habe ich gleich den Faden verloren. Heute ist Relativismus, oder? Genau, Pluralismus, genau, habe ich es genannt. Warte. Die Frage ist, wie kannst du behaupten, dass nur das Christentum wahr ist? Genau. Das ist so die Frage dahinter. Genau, okay, sorry, ja, dann fangen wir halt nochmals an von, was ist heute das Thema? Ja? Nö, passt schon, können wir schon so nehmen. Deswegen ist es ein Podcast, ja. Also, schön, dass du uns das mitgebracht hast und wir hören dann gleich jetzt erstmal von dir den Vortrag und dann habe ich noch ein paar Fragen. Okay. Wie kannst du behaupten, dass nur das Christentum wahr ist? Moment schnell, jetzt, wo habe ich da? Ah, here we go. Ja, das ist vermutlich, also ist eine Frage, die ihr wahrscheinlich schon mal gefragt wurdet und es ist eine knifflige Frage, weil die Idee dahinter ist natürlich oder die Annahme, die in der Frage versteckt oder vielleicht nicht einmal versteckt ist, sondern die mit der Frage mitkommt, ist die folgende. Es ist, dass das arrogant ist oder eben intolerant ist, zu behaupten, dass es nur einen Weg zur Rettung gibt. Und ich meine, niemand möchte als intolerant oder als arrogant rüberkommen. Außerdem ist ja so, dass ich meine, als Christen sollten wir auch nicht arrogant oder intolerant sein. Und gleichzeitig hat Jesus gesagt, sagt das Neue Testament, dass Jesus der Weg zum Vater ist oder dass in Jesus Rettung ist. Und darum ist natürlich eben das Knifflige an der ganzen Sache ist, ja, wie kann ich dies rüberbringen? Wie kann ich rüberbringen oder einer Person klar machen, dass das Neue Testament wahr ist oder dass Jesus Recht hat, wenn er sagt, dass man nur durch ihn zum Vater kommt oder in den Himmel kommt, ohne dass ich den Eindruck bestätige, dass ich arrogant oder dass das Christentum arrogant ist. Jetzt, das Wichtigste, denke ich, wenn wir diese Frage, sage ich mal, über den Weg laufen oder wenn wir sie gefragt werden, ist, dass wir mit der Person klären, was Arroganz oder Intoleranz überhaupt ist. Und vielleicht ist es so, dass man diese, sage ich mal, Vorannahme, die in der Frage versteckt ist, zuerst aus der Person, aus dem Fragenden rauskitzeln muss, im Sinne von, ja, was denkst du? Denkst du denn, es ist arrogant oder denkst du, ich habe kein Recht zu sagen, dass das Christentum allein wahr ist? Und dann wird, sobald man diese Fragen zurückfragt, wird wahrscheinlich die Bestätigung kommen, dass ja, ich denke, vom Fragenden wird kommen, ja, ich denke, das ist arrogant oder ich denke nicht, dass das gerechtfertigt ist. Jetzt. Und von dort aus kann man, denke ich, ist es wichtig, dass man mit der Person klärt, was Toleranz überhaupt ist. Weil die Sache ist die, dass die meisten Leute, wie ihr euch wahrscheinlich bewusst seid, nicht wirklich verstehen oder falsch verstehen, was Toleranz wirklich ist. Für die meisten Leute bedeutet Toleranz, dass wir andere Meinungen oder andere Glaubensrichtungen nicht kritisieren sollten. Aber dass jede Idee oder jeder Glaube oder jede Meinung als gleichgerecht oder gleich wertvoll und gleich gerechtfertigt angeschaut werden muss. Aber das ist eigentlich nicht, was Toleranz ursprünglich bedeutet. Die Toleranz, ich habe für die Präsentation ein paar
Definitionen nachgeschlagen. Der Cambridge Dictionary sagt, dass Toleranz folgendes ist: der Wille, Verhalten oder Glaubensvorstellungen zu akzeptieren, die anders sind als deine eigenen, auch wenn man ihnen nicht zustimmt oder sie gar ablehnt. Nun, diese Definition von Toleranz setzt eigentlich Meinungsverschiedenheit voraus. Also ohne Meinungsverschiedenheit kann es Toleranz nicht geben. Also es, weil, wie gesagt, was ich kann es Ihnen nochmals zeigen, der ganze Sachverhalt der Toleranz, wenn man so sagen will, setzt voraus, dass sich zwei Leute nicht einig sind, was richtig oder was gerechtfertigt ist. Und darum geht es nicht, dass man von Toleranz sprechen kann, voraussetzen will, dass sich alle übereinstimmen sollten. Weil mit Übereinstimmung hast du Übereinstimmung, sobald du Übereinstimmung hast, ist Toleranz vom Tisch. Weil um dass Toleranz überhaupt möglich ist, müssen sich zwei Leute mindestens, oder drei Leute oder mehr, uneinig sein. Genau. Jetzt, ich meine, die ganze Sache der Toleranz kommt halt oftmals auch in Bezug mit Sexualität oder Homosexualität oder Transsexualität und so weiter, kommt das auf. Ist wahrscheinlich das kniffligste Thema oder eines der kniffligsten Themen, die Christen zu beantworten haben oder sich durchzuschlagen, mit denen sie sich durchschlagen müssen. Jetzt, bei uns in der Bible Study oder in unserem Ministry, wir haben immer wieder Leute, im Moment haben wir auch jemand aus der LGBTQ-Szene, also aus der homosexuellen Szene, die an unserer Bible Study dabei sind, und das sind keine gläubigen Leute, die bezeichnen sich nicht als Christen, aber die kommen trotzdem. Und dieser junge Mann heißt Yassin. Er weiß, dass ich glaube, dass Homosexualität falsch ist, weil ich glaube, dass das die Bibel so sagt. Und ich kann das ganz gut mit ihm diskutieren, und wir haben da eine ganze Reihe anderer Leute in unserer Bible Study, mit denen ich das auch diskutiert habe. Es ist so, dass sobald du eine persönliche Beziehung hast, glaube ich, oder auch aus meiner Erfahrung ist das, was ich gelernt habe, sobald du in einer persönlichen Beziehung zu jemandem stehst und Vertrauen besteht, ist es ziemlich, ich glaube, unproblematisch, jemanden herauszufordern, selbst bezüglich Homosexualität oder Sexualität, wie auch immer, ohne dass irgendwie ein Gefühl der Verletzung oder wie auch immer aufkommt. Und ich glaube, das ist so ganz generell einfach eine wichtige Sache, dessen man sich bewusst sein sollte, dass gerade das Thema der Toleranz oder eben so brenzlige Themen wie Homosexualität, sobald ein Kontext von persönlicher Beziehung und persönlichem Vertrauen gegeben ist, ist das Diskutieren von brenzligen Themen oder von schwierigen Themen einfach viel einfacher. Und deshalb, ich glaube, das habe ich letztes Mal vielleicht erwähnt oder bei der Einführung zu unserem Ministry. Ich glaube, jeder Dienst oder jeder Outreach oder jede Art von Evangelisation ist immer umso stärker, wenn du persönliche Beziehung bauen kannst. Oder wenn das im Kontext einer persönlichen Beziehung stattfinden kann. Das bedeutet natürlich, ich sage nicht, damit möchte ich nicht sagen, dass, sage jetzt mal so Street Outreach, so Straßenevangelisation, wo man Leute anquatscht, nicht wertvoll ist, überhaupt nicht. Aber es bedeutet, ich glaube einfach, dass wenn du Zeit hast oder wenn du das Commitment machen kannst, um dich in, ich weiß nicht, zwei, drei Leute persönlich zu investieren, dann hast du einfach umso mehr Impact bei weniger Leuten, als wenn du jeden Samstag oder jedes Wochenende auf die Straße gehst, aber der Impact ist umso tiefer, denke ich.
Ja, und so auch mit der Toleranz. Ich meine, in meiner Familie oder in meiner weiteren Familienkreis hat es mehrere Leute, die auch homosexuell sind oder die sogar in einem polygamen Leben, die einen polygamen Lebensstil haben und so weiter. Und die wissen, ich meine, mit ein paar von denen gehe ich jeweils Mittagessen, wenn ich zu Hause bin in der Schweiz oder Nachtessen und so weiter. Und wir reden über diese Dinge. Und es entsteht nie der Eindruck, dass ich intolerant bin oder arrogant bin, weil ich ihnen mit dem, dass ich sage, dass ich glaube, dass es falsch ist, einen solchen Lebensstil zu haben. Und das ist genau deshalb, weil diese Leute verstehen, und ich glaube, dazu müssen wir die Leute bringen, sobald diese Frage nach dem Christentum aufkommt, dass diese Leute verstehen, dass Toleranz eben bedeutet, dass man Menschen akzeptiert, obwohl man nicht ihrer Meinung ist. Jetzt die Sache ist die, und das ist auch hier etwas, das viele Leute nicht verstehen oder vielleicht sie meinen, sie verstehen es nicht. Ich glaube, sie verstehen es eben, wenn man sie darauf hinweist. Alle Menschen sind gleichwertig. Und das ist das, was wir als Christen bestätigen können, beziehungsweise bestätigen wollen und müssen, weil es das ist, was das erste Buch Mose uns sagt. Alle Menschen sind gleichwertig, aber nicht alle Ideen sind gleich viel wert. Okay? Ich habe Ideen, ich habe gute Ideen, ich habe schlechte Ideen, ich habe sehr schlechte Ideen, ich habe vielleicht auch mal eine sehr gute Idee, wenn ich mal einen guten Tag habe. Und das Gleiche gilt für jedermann und jede Frau. Jeder hat gute Ideen oder schlechte Ideen. Egal, ganz ungeachtet dessen, alle Menschen sind gleich viel wert. Jetzt meine. Oh, Entschuldigung, da ist meine Kamera verreist. Moment. Moment. Here we go. Ja. Ja, einfach um ein paar Beispiele zu machen. Wenn jemand denkt, dass Gravitation nicht auf ihn oder sie zutrifft, das ist eine schlechte Idee. Wenn ich denke, ich kann vom 5. Stock runterspringen, weil Gravitation mich nicht betrifft, das ist eine blöde Idee. Egal wer du bist, das ist eine blöde Idee. Oder die Idee, dass Tyrannei die beste Art und Weise ist, eine Gesellschaft zu regieren oder ein Land zu regieren, das ist eine blöde Idee, denke ich. Man kann darüber streiten, aber ich denke nicht, dass das eine sehr gute Idee ist. Oder jemand, der behauptet, in Beirut oder ich weiß auch nicht, in Rom kann man das Leitungswasser trinken, hat eine blöde Idee. Egal wer er ist. Und genau, das tut nichts zur Sache, dass eine Person, die solche Ideen hat, geliebt ist oder in Gottes Bild, Ebenbild geschaffen ist, so wie alle anderen auch. Aber die Idee an und für sich ist trotzdem nicht gut. Und die Realität ist, und das ist eben das, was ich glaube, dass sich viele Leute eigentlich bewusst sind, obwohl sie es vermutlich vergessen, wenn es um Religion oder um das Christentum geht. Wir gehen durchs Leben, ganz normal gehen wir durchs Leben mit in der Annahme, dass wir ständig miteinander streiten können über Ideen, ohne dass dabei oder Leute sind happy oder glücklich darüber, miteinander über Ideen zu streiten oder sie zu diskutieren, ohne dass überhaupt der Eindruck entstehen würde, auch nur für eine Sekunde, dass dadurch, dass man Ideen diskutiert oder abwertet oder aufwertet, eben die Person oder der Wert der Person auf dem Spiel steht. Zum Beispiel, die einen sind Fans von Bayern München, andere von Dortmund oder von Manchester United. Und die Leute streiten sich darüber, was wohl der beste Fußballclub ist. Aber niemand denkt sich dabei, dass eine Person, dass irgendjemand darin, in diesem Prozess oder im Diskutieren abgewertet wird. Das Gleiche gilt für die Wissenschaft. Wissenschaftler sind ständig am diskutieren, welche Hypothese wohl am besten zutrifft, sei das, ich weiß auch nicht, Physik oder Quantenphysik oder Evolution oder was auch immer. Und niemand denkt sich dabei, dass irgendjemand dadurch minderwertig behandelt wird. Und deshalb ist
Ja, wir, es gibt ständig Menschen, wie die, mit denen wir nicht einer Meinung sind. Und das betrifft auch das ganze Thema der Religion oder dessen, was ultimativ wahr ist. Und darum ist es eigentlich, und ich denke, das ist so das Erste, was man einer Person klar machen sollte, wenn es zu dieser Diskussion kommt, ob es arrogant oder intolerant ist, zu sagen, dass das Christentum wahr ist. Genauso wie wir über Fußballclubs oder über wissenschaftliche Theorien diskutieren können, sollten wir doch eigentlich in der Lage sein, zu diskutieren, welche Religion wahr ist und in welchem Umfang sie wahr ist oder wo und so weiter, ohne dass irgendjemand dabei den Eindruck haben sollte, dass wir eine Person attackieren. Genau. Jetzt, das bedeutet natürlich, nichts, was ich gesagt habe, bedeutet, dass das Christentum an und für sich wahr ist. Das bedeutet noch gar nicht, dass das Christentum die wahre Religion ist. Alles, was wir bis jetzt etabliert haben, ist die Tatsache, dass man miteinander diskutieren kann oder nicht übereinstimmen kann, ohne dass, dass irgendjemand das Gefühl haben sollte, dass dass Minderwertigkeit oder eine schlechte Sicht der Person im Spiel ist. Und das trifft auch zu, wenn ein Christ sagt, dass er glaubt, dass das Christentum alleine wahr ist. Ich kann das behaupten, oder ein Christ oder eine Christin kann das behaupten, ohne damit zu implizieren oder ohne damit auch zu meinen, dass alle anderen, die nicht damit einverstanden sind, eben weniger wert sind. Ich denke, das ist so das Wichtigste, um der Frage von Anfang an so den Biss zu nehmen oder so der Frage eine Antwort entgegenzustellen. Nun, oftmals kommt die Frage auch so mit einem Twist oder in einer anderen Version, im Sinne von, ja, wenn du irgendwo anders geboren wärst, zum Beispiel in Thailand, dann wärst du sicher nicht Christ, dann wärst du wohl Buddhist. Oder wenn du in Indien geboren wärst, dann wärst du wohl ein Hindu. Und deshalb kannst du, macht es keinen Sinn für dich zu behaupten, dass das Christentum wahr ist. Weil wenn du irgendwo anders leben würdest, dann würdest du das nicht denken. Jetzt. Es gibt mehrere Probleme oder mehrere Wege, wie man diese Frage beantworten kann. Das erste ist, die Art und Weise, wie du etwas von etwas erfährst, sagt nichts darüber aus, ob dieses etwas wahr ist oder falsch. Zum Beispiel, ich könnte lernen oder zur Kenntnis nehmen, dass Pi, der Wert von Pi, von dieser mathematischen Einheit, 3,141 und so weiter mit unendlichen Kommastellen ist. Ich könnte das lernen durch ein Buch an der Universität, ich könnte das lernen durch ein YouTube-Tutorial, ich könnte das lernen, indem es meine Großmutter mir erklärt, oder ich könnte es auch lernen durch einen psychedelischen Trip, nachdem ich eine LSD-Pille schlucke. Das sind alles Möglichkeiten, wie ich die Wahrheit von Pi erlernen könnte. Aber die Art und Weise, wie ich das lerne, hat nichts damit zu tun, hat nichts mit der Frage zu tun, ob mein Wissen wahr ist oder falsch. Ich kann wahres Wissen erwerben durch eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Und deshalb, ich kann über das Christentum lernen oder mich in Erfahrung setzen über das Christentum, indem ich in einem christlichen Land geboren bin oder unter einer christlichen Tradition geboren bin. Das alles sagt noch nichts darüber aus, ob das Christentum alleine wahr ist. Das hat nichts damit zu tun. In der Logik, also im Studium der Logik, ist das die, ich weiß nur das englische Wort, die Genetic Fallacy. Ist egal. Das ist auf jeden Fall ein Denkfehler. Zu denken, dass die Art und Weise, wie man Wissen erwirbt,
etwas mit dem Wahrheitsgehalt des Wissens selbst zu tun hat. Das Zweite ist Folgendes. Wenn jemand sagt, dass du nur Christ bist, weil du in einem christlichen Kontext aufgewachsen bist und dass deshalb der Wahrheitsanspruch des Christentums nicht ernst genommen werden kann, dann ist es eben so, dass sich dasselbe Prinzip eben auf den Skeptiker oder auf den Fragenden zurück anwenden lässt. Das heißt, wenn, sagen wir mal, eine Person in Berlin mir sagt, Lukas, du glaubst nur an das Christentum, weil du in einem christlichen Elternhaus oder in einem christlichen Land aufgewachsen bist. Sage ich, okay. Aber ich kann genauso antworten, ja, du denkst, dass alle Religionen wahr sind oder falsch sind oder dass das Christentum im Speziellen falsch ist. Du denkst darüber so, nur weil du dich in einem Kontext begibst, wo das Christentum angezweifelt wird. Du bist ein Skeptiker, weil du vielleicht als Skeptiker aufgewachsen bist oder weil deine Freunde an der Universität Skeptiker sind oder weil dir die meisten Leute sagen, dass das Christentum falsch ist. Und das heißt, wenn mein Christentum sozusagen falsch ist, weil ich in einem christlichen Kontext, weil ich mich in einem christlichen Kontext befinde, dann ist deine Skepsis falsch, weil du dich in einem skeptischen Kontext befindest. Und deshalb ist die Aussage als solches widerlegt sich eigentlich selber. Sie kann nicht aufrechterhalten werden. Das dritte Problem ist folgendes. Ich habe kein Problem und ich denke, es ist nichts als normal oder es ist völlig unproblematisch zu bestätigen, dass ja, voll wäre ich in Saudi-Arabien geboren, dann wäre ich vermutlich ein Muslim. Das ist sehr plausibel, das macht Sinn. Oder wenn ich in Indien geboren wäre, als Lukas, dann wäre ich vermutlich ein Hindu. Und wenn ich in Thailand geboren wäre, dann wäre ich vermutlich ein Buddhist. Das ist völlig okay. Und dasselbe gilt auch andersrum. Der Buddhist in Thailand, sagen wir, was ist so ein Thai-Name, die May, zum Beispiel, wäre sie in Holland geboren, dann wäre sie vermutlich eine Christin, eine Protestantin oder wie auch immer. Aber die Frage ist, ja, was können wir aus diesem Sachverhalt folgen? Was können wir daraus schließen? Was schließt sich daraus? Können wir daraus schließen, dass es keinen Sinn macht, die Wahrheitsansprüche der verschiedenen Religionen zu untersuchen? Ich meine, wenn der Skeptiker sagen will, ja, du bist einfach Christ, weil du hier geboren bist, dieser ist Muslim, weil er in Saudi-Arabien geboren ist, dann bedeutet das ja eigentlich, ja, es macht keinen Sinn, irgendeine dieser Wahrheitsansprüche oder Religionen unter die Lupe zu nehmen. Aber wenn man das richtig durchdenkt, macht das keinen Sinn. Und der Grund ist der folgende. Die Person, die in Saudi-Arabien geboren ist, ist nicht nur sehr wahrscheinlich oder mehr wahrscheinlich, dass diese Person Muslim ist, als wenn sie in Indien geboren wäre. Es ist auch mehr wahrscheinlich, dass diese Person unter einem totalitären Regime lebt, weil das die Regierungsform in Saudi-Arabien ist ein totalitäres Regime. Und hingegen wäre die Person in Indien geboren, dann wäre sie nicht nur Hindu, sondern es wäre auch viel wahrscheinlicher, dass sie unter einer Demokratie oder unter einer Republik lebt, weil das die Regierungsform in Indien ist. Jetzt, wenn wir die Logik oder die Denkensweise des Skeptikers anwenden würden, dann würde das heißen, dass es keinen Sinn macht, die Ansprüche oder die Rechtfertigung
eines totalitären Regimes gegenüber einer Demokratie zu prüfen. Weil ja, wenn du dort geboren bist, dann bist du halt dort. Wenn du dort geboren bist, dann bist du halt dort. Es kommt nicht darauf an. Oder alles kommt aufs, in dem Sinn, es kommt aufs Gleiche raus. Aber das macht keinen Sinn. Weil die Sache ist die, dass die meisten von uns denken, dass eine totalitäre Monarchie und eine Demokratie als Regierungsform eben nicht gleichwertig sind. Die meisten denken, dass Demokratie vermutlich oder wahrscheinlich eine gesündere Regierungsform ist als irgendeine totalitäre Regierungsform. Und deshalb, nur weil jemand unter einem muslimischen Religionssystem und einem totalitären Regierungssystem geboren ist und dass diese Person sich anders verhalten würde oder eine andere Religion annehmen würde, wenn sie irgendwo anders geboren wäre, heißt das noch nicht, dass wir die verschiedenen Religionen nicht überprüfen können über ihre, sag jetzt mal, bezüglich ihrer Rechtfertigung und ihrer Vernunft oder Rationalität und Begründung. Und das Letzte ist, ich denke, das Letzte, das man herausheben kann, wenn diese Frage kommt, ja, du bist nur Christ, weil du hier geboren bist und so weiter, ist, dass es eigentlich eine sehr bevormundende Behauptung ist. Das bedeutet eigentlich, derjenige, der dieses Argument hervorbringt, sagt eigentlich, dass du nicht für dich selbst denken kannst. Ja, du hast dir nicht deine eigenen Gedanken gemacht, du bist einfach, weil jeder andere und jede andere so ist. Und das Ironische ist eben, dass die Person, die die Frage fragt, eben das beste Beispiel oder der beste Beweis dafür ist, dass Leute sich eben tatsächlich selber überlegen, was sie glauben wollen. Weil die Person, die die Frage fragt, hat sich höchstwahrscheinlich auch überlegt, dass sie oder er das Christentum verwerfen will oder irgendeine Religion verwerfen will. Und eben nicht einfach das machen möchte, was die Eltern sagen oder was die Gesellschaft sagt, sondern dass sie oder er eben für sich selbst entscheiden möchte. Und deshalb jemandem vorzuhalten, dass er oder sie nur Christ ist, weil er da lebt, wo er lebt oder wo sie lebt, ist bevormundend und ist irgendwie, wie soll ich sagen, spricht eigentlich gegen die Person, die die Behauptung ausspricht. Genau. Also das sind so, so oft gestellte Fragen, die die Leute stellen bezüglich dem Wahrheits- oder dem exklusiven Wahrheitsanspruch des Christentums. Wie gesagt, ich denke, das Wichtigste ist, aus der Person herauszuholen, herauszukitzeln, warum er oder sie das problematisch findet. Und wenn es nicht explizit von Anfang an gesagt wird, dann wird es entweder implizit wird es später irgendwie in der Konversation herauskommen, dass die meisten denken, es ist arrogant oder intolerant. Von dort aus, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man den Leuten erklärt, was Toleranz eigentlich wirklich ist und dass man den Leuten auch erklärt, dass es völlig, dass wir ständig, wie gesagt, unterschiedlicher Meinung sind und dass das eigentlich kein Problem ist. Sei das im Sport, Wissenschaft oder was auch immer. Von dort würde ich der Person klar machen, dass es doch dann auch kein Problem sein sollte, wenn man sich bezüglich religiöser Angelegenheiten uneinig ist und dass damit eigentlich keine Arroganz auf keine Arroganz geschlossen werden kann. Und dann, wie gesagt, die verschiedenen so relativistischen Formen von eben dein Geburtsort und so weiter, das sind dann solche Fragen, die man auch individuell dann entsprechend beantworten kann. Ja, danke für den Vortrag, Lukas. War sehr interessant, was du so erwähnt hast. Ich habe noch ein paar kleine Fragen dazu. Mhm. Zum einen ist mir aufgefallen, dass das bisschen mit reinkam und wir hatten auch in unseren Apologetik-Seminaren öfters genau über dieses Thema geredet, ist diese, du hast viel davon geredet, dass wir irgendwie arrogant rüberkommen als Christen, wenn wir sagen, wir haben diese Wahrheit, und du hast dann
Dieses Beispiel von Homosexualität, darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber da ist ein bisschen so das Problem, wie können wir denn quasi, du hast es schon ein bisschen erwähnt, wie du das machst, aber vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie können wir denn, wenn wir wirklich anderer Meinung sind, jemand wirklich trotzdem wertschätzen und wie geht es dann? Also ich mache das zum Beispiel so, wenn es jetzt um Homosexualität geht, da bin ich einfach, von meiner Theologie her sehe ich da nicht so viel Anreize in der Bibel, dass das so theologisch total falsch ist, ne? Aber wenn ich jetzt der Meinung wäre, dass ich da theologisch nicht mitgehen kann, wäre die einzige Möglichkeit im Prinzip, um mit Leuten noch gut klarzukommen, dass ich darüber nicht rede. Oder wenn Leute da eine andere Meinung haben, dass ich da einfach das Thema nicht anspreche, um halt, um halt nicht diese Diskussion zu haben, weil ich weiß, da sind wir einfach unterschiedlicher Meinung und so. Aber du hast noch einen dritten Weg quasi so ein bisschen angedeutet, wie man damit umgeht, wenn jemand wirklich in bestimmten Punkten auch komplett anderer Meinung ist als man selber. Ne? Ja. Ja, ich möchte nur schnell sagen, wie du sagst, ich meine, eine Strategie wäre, dass man einfach solche Themen nicht anspricht oder versucht, diesen aus dem Weg zu gehen. Aber ich denke, das mag zu einem gewissen Grade funktionieren, aber irgendwo, ich meine, als Christen sind wir dazu herausgefordert, Bekenntnis abzulegen, über was wir glauben. Und wenn es nicht bei Homosexualität ist, dann wird es irgendein anderes Thema wird auch aufkommen, wo ich finde, wo wir dazu herausgefordert sind, Bekenntnis abzulegen. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, ich kann alle Religionen führen zu Gott oder es kommt nicht darauf an, was ich glaube, ich komme in den Himmel so oder so, dann ist der evangelistische Auftrag ist ganz klar, dass ich Zeugnis darüber ablege, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist. Weißt du? Darum glaube ich, ja, so das Ausweichen ja, eine Strategie sein, ich glaube nicht, dass sie sehr hilfreich ist. Ich glaube auch, dass man damit oft eigentlich auch eine Chance verpasst, eben ein Erlebnis zu haben oder ein Erlebnis zu schaffen, in dem Leute mit unterschiedlichen Meinungen eben eine gute Diskussion und gute Auseinandersetzungen haben können. Und das bringt mich eigentlich gleich zum nächsten Punkt oder zu, sag jetzt mal, meiner Strategie. Ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir in Beziehungen leben mit den Menschen und halt echte Freundschaft, authentische Freundschaften aufbauen. Und ich glaube, solange du mit einer Person eine Connection hast, die wirklich tief ist und wahr ist und authentisch ist, kannst du alles sagen. Oder ist sogar die Erwartung deines Gegenüber, dass du ehrlich bist und dass du treu zu dem stehst, was du glaubst oder woran du festhältst. Und das, glaube ich, das beinhaltet auch die unpopuläre Meinungen, sei das gegenüber Homosexualität oder Jesus als der einzige Weg oder was auch immer. Ich glaube, der Kontext von echter Freundschaft schafft eigentlich den echten, den perfekten Nährboden, um solche, wie gesagt, nicht nur Diskussionen oder intellektuellen Auseinandersetzungen zu haben, sondern eben ein gutes Erlebnis von gelebter Freundschaft trotz Unterschiedlichkeiten stattfinden zu lassen. Ja. Genau, das bringt mich schon, eigentlich ist das jetzt gar keine Frage, weil das hast du schon jetzt da mit ein bisschen beantwortet, ist, dass es im Prinzip in Apologetik nicht nur darum geht, irgendwie, was ist denn jetzt richtig, Recht haben zu wollen oder so, oder die Wahrheit, sondern es ist eine Art von Lebensstil, der muss, wo man auch mal vielleicht sein also sagen muss, was man glaubt und was man für richtig hält, aber dann auch mal den anderen halt nicht versuchen zu überzeugen will, sondern den anderen auch mal mit seiner komplett anderen Meinung stehen lassen, einfach seine Sache zeigen und dann halt auch den Leuten Zeit geben, darüber nachzudenken, was man gesagt hat, ne? Diese Art von Lebensstil. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es ist ganz wichtig, von sich selbst den Druck nicht aufzulegen, dass man das Gefühl hat, man müsse jemandes Meinung oder jemandes Einstellung von einem Tag auf den anderen ändern können oder innerhalb einer einzigen Diskussion ändern können. Ich weiß auch nicht, wenn mit deinem besten Freund das Thema, wie gesagt, Homosexualität oder ewiges Leben das erste Mal aufkommt,
seit du diese Person kennst, dann heißt es nicht, dass du innerhalb dieser ersten Konversation, wenn sie auch wenn sie 2 Stunden lang dauert, dass du innerhalb dieser 2 Stunden die Person überzeugen musst, dass das Christentum wahr ist und dass die Bibel verlässlich ist. Das ist einfach so ein erster Schritt. Und ich glaube, da kann man gut darauf vertrauen, dass dies Impact hat und dass die Person darüber nachstudieren wird und dass sie darauf zurückkommen wird in einer nächsten Begegnung. Ja. Genau. Da ist mir noch dazu eingefallen, einfach nur ergänzen, dass das, glaube ich, auch ein bisschen ein Problem von der Kirche oder von vielen Christen ist, die apologetisch arbeiten wollen. Ja. Dass wir ja Menschen wertschätzen sollen und den anderen lieben sollen. Es gibt immer dieses Ding, liebe den Sünder, hasse die Sünde. Ja. Aber dass wir häufig unter diesem Vorwand, sehr biblisch zu sein, das eben gerade nicht tun. Ne? Dass wir eben gerade unter dem Vorwand, da steht es doch in der Bibel und wir wollen jetzt sehr bibeltreu sein, eben gerade dieses wichtigste Ding, den anderen einfach mal so stehen zu lassen und zu lieben und nicht von, wie wir es halt sehen, unbedingt krass überzeugen zu wollen, sondern das ist halt ein bisschen das Problem bei Apologetik, ne? Dass man da immer sehr eingefahren ist. Ja, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, mein Ziel und mein Ziel als Christ ist natürlich ganz klar, dass ich die Leute, also um es so auszudrücken, dass die Leute zur Überzeugung kommen, dass Jesus Christus der einzige Weg zur Rettung ist. Aber das heißt nicht, dass die Leute um mich herum zu dieser Überzeugung kommen müssen innerhalb, wie gesagt, des ersten Tages unserer ersten Begegnung, weißt du? Und eine gute, diese Dinge brauchen Zeit. Ich meine, wir haben in unserem Ministry, da gibt's Leute, die sind schon 5 Jahre oder 6 Jahre mit uns unterwegs und die haben erst innerhalb des letzten Jahres angefangen, sich wirklich dem Glauben zu öffnen. Und das braucht einfach Geduld. Unser Auftrag ist, die Leute zu lieben und Wahrheit auszusprechen, egal was zurückkommt, egal wie die Leute reagieren, ob sie apathisch sind, ob sie interessiert sind, ob sie ablehnend sind, völlig egal. Unser Auftrag ist, Evangelium verkünden und die Menschen zu lieben. Und Menschen zu lieben bedeutet, dass man ihnen Zeit und Raum gibt, um sich diese Dinge zu überlegen. Und ein ganz gutes Beispiel ist Jesus und seine Jünger. Ich meine, die Jünger, die waren mit Jesus mindestens 3 Jahre lang, jeden Tag unterwegs. Die haben keinen Tag ohne Jesus verbracht und trotzdem haben die haben noch bis zur Auferstehung haben die nicht realisiert, wer Jesus wirklich ist. Ja. Und es war undenkbar für sie, dass Jesus ein leidender Messias sein kann und der Sohn Gottes sein kann. Das 3 Jahre mit Jesus selbst und trotzdem hat es nicht Klick gemacht, bis sie zum Auferstehungserlebnis kamen. Ja. Mhm. Eine Frage, die mir noch während des Vortrags gekommen ist. Du hast das bisschen mit diesem, warum wir eigentlich glauben, mit diesem Argument der Geburtsreligion, dass man, wenn man in Deutschland geboren wird, ist man halt Christ oder sowas. Und vielleicht, also ich könnte da wahrscheinlich auch selber drauf eingehen, dass es ein bisschen schwammig ist, weil ich glaube, keiner, gerade in Deutschland, vielleicht ist es in anderen Ländern noch ein bisschen anders, aber die wenigsten sind wirklich leidenschaftliche Christen, leidenschaftlich vielleicht gar nicht, aber Christen in dem Falle nur, weil sie hier geboren sind. Ne? Also das trägt natürlich ein bisschen mit dazu bei, aber willst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen, warum sind wir denn eigentlich wirklich Christen und Ja, wir haben uns ja Gedanken gemacht darüber, denke ich, jeder. Genau. Bei dir ist es ja besonders so, ne? Also so wie ich dich kenne, dass du dir viel Gedanken gemacht hast. Ja. Ja, ich denke, die Frage oder der Vorwurf, der kommt halt mit dem Missverständnis darüber, was das Christentum überhaupt ist. Ich meine, ja, für viele Leute haben halt nicht die Nuance im Verständnis, dass du einfach Christ sein kannst, weil das deine Namensreligion ist oder die offizielle Religion ist, in die du hereingeboren wurdest. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt das Verständnis als von Christ sein als ein Lebenscommitment, als ein persönliches Commitment oder eine persönliche Überzeugung, die du eben bewusst eingehst. Und ich denke, das ist wahrscheinlich so der erste Schritt, den es aufzuklären gibt bei einer solchen Frage.
Und ja, ich glaube, das sollte eigentlich, und das bedeutet eben, dass selbst wenn du in einem christlichen Kontext geboren bist, dass du mit diesem zweiten Verständnis von Christsein oder Christentum eben einen, dass damit eben die, das Verständnis davon kommt, dass du dir eben wirklich überlegst, hey, will ich das? Oder ist das was für mich? Oder lasse ich das einfach sein als so das Label, das mir halt anhängt, weil ich in Deutschland oder in der Schweiz oder weiß ich wo geboren bin. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wie das, was du sagst, diese Ehrlichkeit, ne? Dass man, ich glaube niemand, dass er ernsthaft, also ich glaube schwierig jemand, dass er ernsthaft den Glauben ernst nimmt, wenn er mir erzählt, er hat nie gezweifelt oder hat nie sich Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, das gehört bei jedem dazu, dass man auch mal nachdenkt, warum bin ich denn Christ? Bin ich wegen meinen Eltern Christ? Oder ist da mehr dahinter? Habe ich mir Gedanken gemacht. Ne? Ja, ich finde das ist ganz wichtig, es so aufzuzeigen. Und ich glaube eben auch, dass die Person, dass das Ironische oder das Witzige ist ja, dass in vielen Fällen die Person, die diesen Vorwurf aufbringt oder diese Frage aufbringt, ja, du bist wahrscheinlich nur Christ, weil du hier geboren bist, ich glaube, diese Person selbst und diese Frage in sich selbst ist eben der beste Beweis dafür, dass die Frage eigentlich sinnlos ist. Weil in den meisten Fällen, wenn du in der Schweiz oder in Deutschland jemanden antriffst, der diese Frage aufbringt, in den meisten Fällen ist es so, dass diese Person selbst wahrscheinlich in einem christlichen Kontext geboren wurde, im deutschen christlichen Kontext. Und diese Person selbst, die Frage stellt, die ist der beste Beweis dafür, dass nur der Kontext selbst eben dich nicht zum wirklichen Christen macht. Und das würde ich eigentlich so aufzeigen, ja, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass Leute nicht einfach das Christentum annehmen, weil sie in Deutschland oder in weiß ich wo geboren sind. Ja. Sie haben halt mehr Begegnungen dadurch, wenn sie in einem christlichen Land sind. Ne? Das ist klar. Genau. Wenn man mehr Begegnungen hat, ist die Chance auch höher, dass man da auch drüber nachdenkt, klar. Aber das ist ja ganz logisch. Ja? Also. Das stimmt, das ist ganz logisch. Und ich denke aber auch, ich meine, im Zeitalter des Internets, wo auch jeder Saudi-Arabier oder Jemeni Anschluss hat an irgendeine Online-Plattform, die das Evangelium aufzeigt und wo die Leute auch rege Gebrauch davon machen, ist dieses Argument, das trägt irgendwie nicht so viel Kraft, finde ich. Vor 30 Jahren, als das World Wide Web noch nicht wirklich am Laufen war, okay, kannst du sagen, okay, da hat das Argument irgendwie noch, macht noch Sinn. Vielleicht, aber im Zeitalter des Internets ist das eigentlich, ja, ich meine, kann jede Information von überall her abgerufen werden, einschließlich Informationen über das Christentum. Cool. Ja, danke, dass du uns den Vortrag mitgebracht hast und wieder dabei warst. Bitte. War eine coole Unterhaltung. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.